In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Word eine Variable einsetzen könnt. Und zwar ganz einfache Variable und diese Variable durch ein Dokument durchschleifen könnt. Also zum Beispiel, wenn man einen Name einträgt und der Name kommt dann immer wieder vor. Ja? Also wie eine Variable, die aber immer wieder vorkommt. Und das ist sehr, was sehr Praktisches, weil da habe ich jetzt auch lange gesucht und habe nichts gefunden. Und zwar erstellen wir mal ein Word-Dokument neu. Und jetzt sagen wir, klassischer Fall. Wir sagen, sehr geehrter, nein, mein Name ist, sehr geehrter Herr Müller. Okay, und der Herr Müller. Und dann Sie, Herr Müller, haben sowas was. Oder Reparaturnummer. Zum Beispiel, gestern war nicht einer da, der wollte meine Reparaturnummer. Haben oben noch eine Reparaturnummer, Betreff Reparaturnummer. 1, 2, 3, ja. Sie haben die Rechnung für die Reparatur nicht bezahlt. Okay. Reparaturnummer 1, 2, 3, 4 nicht bezahlt. So, um was geht es mir in dem Fall? Normalerweise, wenn man einen Text schreibt, dann möchte man später, kommt es ja immer wieder vor, dass man so Sachen wiederholen muss. Und deswegen wäre es ja praktisch, wenn der Herr der Name und die Reparaturnummer 1, 2, 3, dass sie immer wieder vorkommt. Ja? Also macht man einen Trick. Und dieser Trick ist folgender. Man geht hier hin, man geht auf Einfügen und dann auf Schnellbausteine. Und bei den Schnellbausteinen gibt es eine Dokumenteigenschaft. Und dann nehmen wir den Titel. Titel oder Betreff, der ist sehr praktisch. Und zwar fügen wir den direkt ein. Ja? Hier kann man reingehen, bei dem Titel, hier steht oben dran eine Reparaturnummer. Man kann hier Entwicklermodus. Eigenschaften, dann schreibt man hier nach Reparaturnummer. So lasse wie es ist, ja. Und jetzt kann man auch hier sagen, hier trage ich dann ein die Reparaturnummer. Einfügen, Schnellbaustein, Dokument, Titel war es, ja. So. Und jetzt passiert folgendes, wenn ich jetzt hier sage, meine Reparaturnummer 1, 2, 3, dann wird die unter 1 zu 1 nachgeführt. Ja, seht man es da? Und hier machen wir, beim zweiten machen wir den Status oder der Betreff. Leider, ich komme nachher später noch auf ein paar Sachen dazu. Das war, oben war der Titel, ja. Ich mache hinter einen Titel dazu. Und hier kann man jetzt so oft wiederholen, wie man will. Ja? Und man kann auch hier eingeben oder man könnte hier sagen, ja, später darf man das nicht mehr verändern. Man geht hier auf Entwicklermodus, Eigenschaften und kann sagen, Inhalt kann nicht bearbeitet werden. Ja? Und der kann nicht gelöscht werden. Kann man zum Beispiel sagen, dann kann man hier, wenn jetzt einer löschen will, geht nicht. Löschen geht nicht. Okay? Dann muss man oben quasi die Nummer eingeben, Reparaturnummer. Geben Sie die Reparaturnummer ein für den Mitarbeiter. Schreiben wir das. Bitte Reparaturnummer eingeben. Sehr schön. Dann weiß der Mitarbeiter, wenn der da draufklickt, muss ich eingeben. So. Dann habe ich hier noch den Namen. Beim Namen machen wir das gleiche Spiel nochmal mit Einfügen, Schnellbausteine. Dokumenteigenschaft, hier nehmen wir den Titel. Und zwar nehme ich hier speziell aus den Dokumenteigenschaften Sache und nicht aus Feld. Normalerweise, die meisten Anleitungen sagen, mache Feld und das Feld kannst du aber nur einmal machen. Hier einmal, da einmal, da mal, das wiederholt sich nicht, ja. So, machen wir hier, nicht Feld, bitte nicht Feld. Aufpassen, Dokumenteigenschaft. Hier kannst du entweder normalerweise so Zeugs rein sagen, welche Firma ist es, Betreff hat, was haben wir gerade gemacht, Titel haben wir gemacht, ja. Da kann ich nur sagen, der Betreff will ich haben oder so. Dann, oder Firma wäre hier auch möglich. Na, machen wir Firma, komm. Schnellbaustein, Dokumenteigenschaft, Firma, bitte Kunde eingeben. Entwicklermodus, Eigenschaften, bitte Kunde
Kundenname eingeben. So. Und sehr geehrter Herr Kundenname hier unten, machen wir auch. So, ich bin gleich fertig, ja? Firma. So. So, und wenn jetzt einer, wenn ich hier mein Mitarbeiter kommt, gibt es, mache ich das als Vorlage speichern, dann ist es so drin und steht dann Firma drin und dann tippt er ein Herr Müller. Ja, so, da kommt hier unten auch gleich Herr Müller. Und das hat jetzt folgende Vorteile. Ich speichere das jetzt unter Dokument 3 auf einem schönen Spaßordner. Dokument, Word, machen wir mal neue Ordner, Test, Temp. Okay. Temp. Und da haben wir, da schreibe ich jetzt, nein, das ist ja großer Test. So, und beibehalten, ja, so ist recht. Jetzt gehe ich in meinen schönen Ordner rein. Dokument, hier auf diesen da. Und da habe ich jetzt natürlich über die Zeit schon 100 Rechnungen geschrieben, ja. Auch der, die Kopie 3, der hat auch, das war der Herr Müller, das war der Herr Meier. Mit der Rechnungsnummer 567, okay. Dann hat es den folgenden Vorteil, dass ich jetzt in meinem schönen Explorer aufmachen kann, Titel. Und da sehe ich hier, oh, der hat ja einen anderen Titel und unter Titel verbirgt sich jetzt die Rechnungsnummer. Und ich kann auch noch weiter hingehen, hier oben aufklicken und dann sage, hier die Felder sind Vorgabe. Es ist Microsoft das recht praktisch gemacht, aber viel Schrott ist schon dabei. Der Betreff hatten wir noch, ja. Betreff kann man auch immer im Ordner mit anzeigen lassen. Dann hat man jetzt normalerweise auch Betreff. Hat man Betreff oder Titel? Titel, Betreff, irgendwas hatte man doch noch dazu. Es würde dann auch angezeigt. Warum zeigt das nicht an? Rechtsbündig, linksbündig, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte, war, dass ihr, wenn ihr was macht, ein Word-Dokument aufmacht und dann unter Einfügen, Schnellbaustein, eine Dokumenteigenschaft nehmt und die wird durchs ganze Dings durchgeschleift. Was nicht funktioniert, ist ein Feld oder sonstige Bausteine. Wenn euch das gefallen hat, dann macht da einen Daumen drauf. War nicht.